Die Artikelnummer. Heidi, du hast dann auch noch was Besonderes heute mitgebracht. Das wollen wir uns bei dir auch dann näher noch anschauen. Es ist nämlich auch wichtig, das Richtige darunter zu tragen. Oh, lala. Da fühle ich mich gleich viel zu sehr angezogen heute. Ja, also ich meine, warum muss Unterwäsche langweilig sein? Warum darf sie nicht schön sein und gut aussehen? Hier noch diese kleine Dekoration mit dem Stitching, nennt man das im Fachjargon. Ne? Das heißt, also es sieht so aus, als hätte hier einer so eine Stickerei angebracht. Und das Geheimnis ist halt, hier ist Emana-Garn verarbeitet. Das heißt, beim Tragen tun sie etwas für ihre Haut. Und Alex, Emana? Emana, was fällt dir ein? Emana-Garn ist die Hightech-Faser. Da ist ein Patent drauf und Heidi hat es vor ein paar Jahren schon als erste für uns hier entdeckt und es darin wirklich mitverarbeitet. Und das führt dazu, dass ihre Körperwärme umgewandelt wird in Infrarotstrahlen und das arbeitet gegen ihre Zellulite. Wir werden das später auch noch mal ausführlich erklären. Während sie es tragen, sie spüren es nicht, sie sehen es nicht und keiner bekommt es mit. Und noch ein Tipp, wir können auch die passenden Slips dazu anbieten. Ja. Es gibt auch noch den Dreier Pack an BHs, ja, aus dieser Linie sozusagen. Also seien Sie gespannt, das wird noch richtig heiß gegen Ende der Show. 24,99 ist der Preis. Es gibt viele verschiedene Farben, Haut, Gelb, Rosé, Schwarz und Weiß. 409, 3, 6 und die 5, da sehen Sie es nochmal von der Nahaufnahme. Das ist eines unserer Sommerangebote. Sehen wir auch gerade sehr gut schon die Hose bei dir, Heidi, den Hosenbund und auch, oh, was das für tolle, lange Beine macht. Die Hose, die wir Ihnen jetzt zeigen. Das wirkt, meine Haut wird besser, ich habe das Gefühl, ja, ich bin da auch viel geschmeidiger geworden. Ja. Also ich habe es wirklich getestet und deswegen stehe ich auch Wichtig heute hier. Wichtig ist natürlich dann die Hosen auch regelmäßig zu tragen und das wird Ihnen sehr leicht fallen, denn ich finde mal grundsätzlich ist es ein super Schnitt. Dann ist es eine, ich sag mal so, eine Jeans, die auch salontauglich ist. Ja. Also ich mag auch gern mal eine ausgewaschene Jeans oder kaum mal ein Löchlein drin sein, aber nicht für alle Gelegenheiten. Ich finde eine, wenn ich das so sagen darf, eine in Anführungszeichen ordentliche Jeans. Mindestens eine braucht jede Frau, damit wir so ins Büro auch gehen können, damit wir so. Ach, jetzt sehe ich gerade, bin ich die Einzige hier in Hellgrau. Komm, ja, da musst du ja, unbedingt. Komm vielleicht mal in die Mitte, dann, dass man sich ein bisschen hier dann... Ach so, ihr seid ja, aber auch, oder so, zu, genau. so machen wir es. So, und das ist einfach wichtig, dass Sie eine ordentliche Jeans haben. Sie sehen gerade auch bei Alexandra, wie die geschnitten ist, wie hoch die geht. Toll, also das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen out, gell, dass die nur so bis zur Hüfte gehen, die Hosen. Das, glaube ich, war in den 80ern. Ja. Gott sei Dank ist dieser Trend nicht mehr vorrängig, Gott sei Dank. Denn, Heidi meditiert gerade in dem Bereich. Ich bin nicht ohnmächtig geworden, keine Sorge. Aber ich wollte Ihnen zeigen, dass die so schön bequem ist, weil was nutzt die beste Jeans und das tollste Material, wenn es unbequem ist? Und ich wollte Ihnen zeigen, also Spagat kann ich leider nicht, aber machen Sie das mal mit einer anderen Jeans. Also das ist nicht sehr angenehm. Und hier, Sie sehen, das ist super. Das ist dieser 360 Grad Denim, der macht halt jede Bewegung mit. Also Sie könnten, wie gesagt, wenn Sie wollen, Sport damit machen. Aber wäre natürlich ein bisschen schade. Dafür gibt es ja Sportbekleidung. Und ich kann nur sagen, die Hose ist eine Wucht. Probieren Sie es aus, weil, ich sage Ihnen eins, jetzt sage ich Ihnen noch was. Die Bewertung bei der Hose, sowas habe ich in 7 Jahren HSE noch nicht erlebt. Ja. Weil natürlich lese ich mir immer Ihre Bewertung durch, dann gibt es immer auch mal einen Artikel, da gibt es gute Bewertungen, aber auch mal wieder eine kritische, alles in Ordnung. Aber hier, was Sie da geschrieben haben, erstmal vielen, vielen Dank. Und ich sage immer, wenn mal ein schlechter Tag ist, lest die Bewertung durch, auch zu meinen Kollegen. Weil es ist so süß, da fühlt man sich wie Superwoman. Ich habe mir schon alle 4 Farben bestellt, bitte mehr Farben. Das geht runter wie Öl, das sage ich Ihnen. Das hat sie also aktuell auch gesagt. Alex, wenn du mal schlecht drauf bist oder irgendwie was passiert ist. Mal die Bewertungen durch. Dann geht es in 20 Bewertungen lesen, gell? Wenn man mal im Tief ist. Ja. Gut. Wir schauen jetzt mal kurz noch auf die Farben. Denn das, was Sie jetzt hier bei Anna sehen, ist das Jeansblau. Das ist Jeansblau im Gegensatz zu Alexandra, wenn ich dich einmal bitten darf, weil du hast das Hellblau an, nicht wahr? Richtig, also das sind die beiden Blautöne, die wir haben. Sieht man den Unterschied vielleicht, wenn sie da mal... Genau. Also ist eher Hellblau, ne? Ich finde, das ist jetzt mir nicht böse, aber man kann beide haben, gell? Also ich finde beide toll. Also ich mag sowohl helle Jeans wie auch die dunklen sehr gerne. Ja, gerade auch jetzt für den Sommer, diese hellen sind schön. Aber wer die klassische Blue Jeans mag, also das ist ja auch ein toller Look. Jetzt sehen wir bei euch beiden das Jeans schwarz und bei mir dann das Grau, das ist der Grauton. Ehrlich gesagt, also ich meine, wem die gefällt und wer sagt, die sitzt ja richtig gut, da bin ich gut eingepackt, dann modelliert die ja auch sofort, das ist der so
Soforteffekt, wenn Sie sie anziehen. Ja. Und Sie haben natürlich noch die langfristige Funktion mit Imanagan, was du vorhin schon erklärt hast, dass das Bindegewebe auch hier irgendwie verwöhnt wird sozusagen. Das ist ja wunderbar. Dann holen Sie sich vielleicht gleich mehrere Farben nach Hause. Wieso nicht alle Darf vier ich zum Beispiel? Das zeigen, ja, weil natürlich. Heidi hat es gerade so schön. Dreh dich nochmal bitte, Mäuschen. Ja. Guck mal hier. Mach das, was du sagst. Schau mal, das ist schon gut erzogen. Ja. Jetzt sage ich schon, guck mal, jetzt duze ich sie schon. Ich meine, gucken Sie doch bitte mal. Also hier hinten haben wir diesen tollen eingearbeiteten Halbdehnbund, was dazu führt, dass der immer mitgeht. Also mit Ihrer Bewegung. Genau deswegen könnten Sie damit auch Yoga machen, könnten sich recken und strecken. Und Heidi, geh doch nochmal in die Knie. Das machen wir hier. Ja. Kennen Sie noch die Fernsehgymnastik damals? Ja, und jetzt auf dem Bauch, die rutscht nicht runter. Sie kennen das berühmt-berüchtigte Bauarbeiter-Dekolleté. Ja, gibt es auch bei Damen von hinten. Kein Einblick. Der Gummidehnbund, der schließt immer ab mit Ihrem Körper. Das ist aber rutscht toll. Nichts und Sie sind immer sicher, egal welche Bewegung Sie ausführen. Und das finde ich bei einer Jeans enorm. Bei so klassischen Jeansen, die bleiben ja da, wo sie bleiben möchten und nicht, wie sie sich bewegen. Zum Beispiel hier irgendwo hinten an, so weit unten zwischen Hüfte und Gesäß irgendwo. Gell? Also das wollen wir natürlich nicht. Die Leitungen füllen sich immer mehr. Was mich auch so begeistert, Heidi, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Weil für eine richtig gut sitzende Jeans, aber dann auch noch mit so vielen Funktionen, also Soforteffekt und mittel- und langfristigen Effekt, 59,99 zu verlangen, das ist schon super, muss ich ehrlich sagen. Da sagst du was, ne? Und ich sage, seien wir doch ehrlich, ich meine, jede Frau hat eine andere Figur. Also die Konfektionsgröße sagt ja noch nichts drüber aus, wie die Kurven sind. Ne? Es gibt ja eher so einen knabenhaften Typ, den weiblichen Typ mit schmalen Oberschenkeln, mit Reiterhosen. So was mache ich da. Ne? Und da, ich glaube, das kennen wir Frauen alle. Ne? Da suchst du und suchst und suchst und bist irgendwo schon frustriert. Würdest auch noch viel Geld ausgeben und kriegst trotzdem eine schlecht sitzende Hose. Mhm. Ich kann nur eins sagen, das ist eine Hose, die passt 10 von 10 Frauen. Und bitte lesen Sie die Internetbewertung. Ja. Es tut wirklich so gut. Ich habe sogar die Bestellnummer im Kopf, weil ich jeden Tag immer gucke, ob wieder neue Bewertungen sind. Ja. Weil es ist so süß. Da fühlt man sich wie Superwoman. Ja. Dann, ich habe mir eine bestellt. Jetzt habe ich mir alle drei anderen Farben nachbestellt. Und das ist wirklich, wie man so schön sagt, den Leuten aufs Maul geschaut. Das sagt man ja so. Also wenn dann damit hüpfen, springen, tanzen, Yoga machen, was auch immer Sie mit Ihrer Jeans machen wollen, die geht mit. Frühsport. Die macht sich schon warm. Frühsport. Und was ich noch dazu bitte ausdrücklich sagen möchte, es ist keine Schlupfhose. Wir haben, Heidi kriegt immer einen Schock, wenn ich das mache, oder kurz Angst. Wir haben hier ein Zwängen. Zu schälen. Die, genau, so schälen. Sie haben alle Freiheiten dieser Welt. Sie haben alle kombiniert. Die gibt es in Weiß und in Schwarz. Ich muss dazu sagen, nicht irgendeine Hose, sondern es ist eine Original-Designer-Hose aus dem Hause Nygaard. Wer steckt überhaupt hinter Nygaard, Heidi? Ja, also Nygaard ist eine Markenfirma, eine Weltfirma. Ich sage immer, das ist der Ferrari unter den Hosen. Es ist vor 50 Jahren mal ein Peter Nygaard, der aus Finnland stammt, ausgewandert nach Kanada, hat dort diese Hosenfirma integriert, etabliert, als Marke aufgebaut. Und glauben Sie mir, das ist wirklich eine Weltmarke, weil die allein hierher zu bekommen, ich sage Ihnen, das war schon ein Akt. Da musst du dich bewerben, da musst du denen dann Videos schicken. Wie will man das präsentieren? Also das ist klar, weil eine hochwertige Marke will nicht verramscht werden. Ja? Die gucken halt ganz genau und ich sag mal so, denen ist halt wirklich das wichtig, auch diese Qualität und die Passform zu zeigen. Und auch hier kann ich nur sagen, es gibt die ein oder andere Bewertung schon im Internet, die sind unisono gut, weil dieser Schlankeffekt ist da, die Qualität ist da. Und auch wenn man jetzt vielleicht nicht aus der Modebranche kommt, man wird es sofort sehen, man wird es so fühlen und es hat diesen Schlankeffekt. Ne? Das ist halt das irre Material. Guck mal, jetzt bist du da. Ja, Schlankeffekt. Ich trage eine S. Ja, die Heidi hat mir eine S heute hingegeben. Ich war so, naja, das wird knackig. Aber mit Nygaard geht es, weil auch die Hose passt sich wirklich ihrer Figur an. Da ist noch ganz viel Raum. Also logischerweise. Aber jetzt macht die Kundinnen nicht durcheinander. Bestellen Sie schon Ihre Größe. Von mir aus können Sie auch eine Nummer größer bestellen. Die sind schon klein geschnitten. Wir haben das aus der Not heraus gemacht. Das stimmt, muss man aber dazu sagen. Ich fühle mich jetzt in der Not richtig gut, Heidi.
Das ist also vor allen Dingen, weil ich trage eine S und es gibt mir ein richtig gutes Gefühl und die zwickt nicht, die zwackt nicht. Also was mir auch gut gefällt, die ist schön hoch wieder geschnitten, macht Hammerbeine, egal in welcher Konfektionsgröße, muss ich wirklich sagen. Und der Abschluss da unten, jetzt sehen wir es gerade, mit der Spitze. Ich finde, das verlängert nochmal optisch so ein bisschen das Bein, weil wir ein wenig Haut durchsehen, nicht Und es ist unglaublich elastisch, das heißt also auch hier, ne, gut, hier nimmt man ja Gott sei Dank nicht zu, ne? Nein, also das kam aus tiefstem Herzen. Anna, gut, Anna hat auch Gewichtsschwankungen an der Wade. Ich nicht, aber gut zu wissen, dass man eben damit, okay, Heidi macht wieder Gymnastik. Ja, morgen Gymnastik mit Heidi und Alex, das wollten Sie doch schon immer mal sehen. Ja, und das ist toll, dass die Spitze mitgeht und nicht reißt und einfach auch da aus dieser Hose, aus dieser tollen Shaping-Hose nochmal ganz was Besonderes, was Kesses macht. Ja? Aber weißt du, ich bin auch der Meinung, wenn eine Hose, dann eine qualitativ gute Hose, dann bestellen Sie lieber eine Hose weniger, aber die, die Sie haben, die muss sitzen und die muss passen. Und ich kann Ihnen die Nygaard-Hosen wirklich empfehlen. Es ist der Ferrari unter den Hosenmarken. Ja. Ich war so glücklich, dass ich die hier zur HSE bekommen habe, weil wie gesagt, die gehen nicht einfach mal so ins Teleshopping, weil klar, es ist eine Nobelmarke, die wir hier zum guten Preis verkaufen dürfen. Und schauen Sie sich das an. Katja, du hast eine 44, gell? Ich meine, die sieht in der 44 und du hast ja wirklich weibliche Form. Sie sehen sie jetzt gerade nicht im Bild, aber Anna, du hast eine 40-42, du bist gerade zu sehen. Also mir war ganz wichtig, auch bei diesem Format Ihnen Frauen zu zeigen mit Kurven. Weil für eine schlanke Frau was zu machen, ist ja immer relativ einfach. Aber gerade die kurvigen Frauen, die in Deutschland, ich meine, der Durchschnitt, ganz ehrlich, das weißt du auch, ist halt nicht Größe 34. Und warum wird die Mode da immer so stiefmütterlich bei den Frauen, die Kurven haben? Find Aber ich muss sagen, die Hose, die passt sich ja sowieso komplett der Körperform an. Ja, also wenn ich jetzt mal zu euch gucken darf, also ihr habt ja wirklich unterschiedliche Figuren, jede für sich bildschön. Aber die Hose, dieses Garn, das passt sich an. Alles an, egal ob Sie eine gerade Figur haben, eine rundliche, eine weibliche, ja, also J-Lo zum Beispiel, die würde da auch wahrscheinlich eine tolle Figur drin machen. Oh ja, der schicken wir mal eine. Ja, der schickt mir mal eine. Vielleicht kommt sie ja dann mal. Ich habe Gesicht irgendwie erfinden, dass wir es nachts über den Kopf stülpen. Lieber nicht. Lieber nicht, Alexandra. Bring uns nicht auf komische Ideen. Sollen alle noch Luft bekommen. So, aber wir schauen mal auf die Farben. Es gibt ja Haut, Gelb, Rosé, Schwarz und Weiß. Und hier getragen, sehen Sie es jetzt mal in der Farbe Haut. Ganz süß mit dem Schleifchen und diesen Stitching-Nähten. Ja, also das ist natürlich auch so von der Optik einfach ganz goldig gemacht. Genau. Und jetzt muss ich Ihnen was erklären. Und zwar folgendes. Jetzt sehen Sie ja das Top hier außen und ich wollte unbedingt diesen Stitching-Effekt, ja? So nennt man das im Fachjargon. Und um das hinzukriegen, haben wir es innen so verarbeiten müssen. Jetzt schauen Sie mal, jetzt denken Sie, oh, das steht da alles. Das wollte ich Ihnen nur mitgeben und keine Sorge, es trägt nicht auf. Also es bleibt auch nach dem Waschen so schön. Und nehmen Sie den Beauty-Effekt, nehmen Sie den tollen Look. Und ich werde Ihnen versprechen, das ist, also eigentlich könnte man das doch auch als Top so tragen, oder? Ja, und deswegen halte ich auch schon die ganze Zeit die Hose raus. Richtig. 409, 36 und die 4. Ich glaube, wir machen direkt weiter mit den BHs, oder? Gut. Und zwar bekommen Sie da nämlich den passenden Dreierpack und das finde ich nämlich fantastisch. Zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist unfassbar. 13,33 pro BH. Und jetzt ist das nicht irgendeiner, das ist der berühmte Seamless Bra, den Sie dreimal. Ich sag, das ist der Rundum-Wohlfühl-BH, der ist ja mittlerweile legendär. Und den habe ich sozusagen hier aufgehübscht mit dem kleinen Stitching und dem Schleifchen vorne. Der sieht also richtig lecker aus. Und ich sag immer, es gibt immer noch so viele Frauen, die den falschen BH und die falsche BH-Größe tragen. Liebe Damen, probieren Sie mal den Seamless BH, weil der formt ein natürliches Dekolleté, trägt nicht auf, drückt nicht, passt sich vor allen Dingen jeder Büsten- und Körperform an. Ja, mit dem BH habe ich vor 3 Jahren angefangen. Heidi hat mich damals gebrieft und gecoacht und ich war begeistert, was dieser schöne Stoff-BH alles kann. Die Show ist jetzt leider schon ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit Arena und Kosmetik. Wir sehen uns dann mit Schlankstück um 11. Ciao. Ja, 18 Uhr.